hier. Na, sollte klar sein, denke ich mal. Ich werde jetzt hier nochmal gucken. Genau, da hatte ich nämlich Gold drin. Ich werde jetzt mich hier nochmal ein bisschen umgucken. Und dann werde ich hier nochmal ein bisschen gucken. Eisen, da ist pure Eisen drin. Nee, pure nicht. 15 sind 20. 20 durch 8 geht nicht. Aber 16 durch 8. Ne, was haben wir hier? Ach guck, hier haben wir ja auch noch. 47, 49. Aber das mache ich nicht in diesem Ofen. So, 64 Eisen. Mensch, das wird ja langsam. So, bin ich jetzt doof? 45 natürlich. So, 4 bleiben hier. Ja, Gravel. Gravel hauen wir hier erstmal rein. Flint hauen wir da auch mit rein. So, Monster Loot. Da habe ich das Rottenfleisch nicht mit. Ach, das habe ich oben. Genau, da war ja was. Da bin ich ja das letzte Mal schon drauf reingefallen. So, einmal 8. Einmal 8, hier, ne? Kohle und so. Dann haben wir hier einmal 16. Da kommen mal 2 Kohle rein. Und dann haben wir hier einmal 45. Oh, den nehmen wir mal mit dazu. Da tun wir dann einfach mal 5 rein. So, dann Monster Loot. Das da rein. Sprengpulver damit rein. Dann werde ich schon mal soweit vorbereiten. Ein Redstone in die Mitte. Dann außenrum jeweils hier so, ne? Hat man hier klasse Kompass. Der Kompass, der führt einen immer zurück zum Spawnpoint. Na, sollten die meisten Minecraft-Spieler wissen, dass damit der absolute Spawnpoint gemeint ist und nicht der aktuelle Spawnpoint. Entschuldigung, ich habe mir einmal einen Schluck Kaffee gegönnt. Der absolute Spawnpoint, damit meine ich den Spawnpoint, ne, wenn du Minecraft anmachst, deine Welt wird regeneriert, dann spawnst du irgendwo, das meine ich mit dem absoluten Spawnpoint. Ja, dort führt ein dieser Kompass immer wieder hin zurück. So, das war jetzt aber halt auch nur wieder eine Randbemerkung. Oh, ey, diese Lachs gehen mir heute tierisch auf den Zeiger. So, und das mit dem Lapis Lazuli, das will ich noch einmal kurz erwähnen. So, was ich vorhin in der Höhle ansprach. Vorhin ist gut, nächste Folge. Das ist ein Lapis Lazuli Block. Ich stell den mal einfach einmal so. Der sieht jetzt in diesem... Moment, Entschuldigung. Der sieht jetzt in diesem Texturenpaket natürlich nicht so schön aus, aber glaubt mir, in einigen HD-Texturenpaketen, da geht das gut. Die Zurückverwandlung erfolgt dann einmal da reinlegen und dann bekommt man neuen Lapis Lazuli zurück. Ich mache das jetzt erst einmal wieder so zurück. Ach. So, dann reparieren. Reparieren, Workbench, ganz klar. Oder einfach Inventar auf. Ein angeschlagenes Item rein, zweites angeschlagenes Item rein. Gibt es denn ein neues angeschlagenes Item? Sollten dort irgendwelche Verzauberungen sein, sind die Verzauberungen weg. So. So viel dazu. Mal ein klein wenig Minecraft-Wissen weitergegeben. So, das Gold packe ich erstmal hier rein. Ach, bei dem Gold gibt es auch noch eine Kleinigkeit zu erwähnen. Seit der Vollversion, glaube ich, oder seit irgendeinem Pre-Release, weiß ich nicht, 1.9er Pre-Release, gibt es diese Gold-Nuggets. Diese Gold-Nuggets sind insofern nur nützlich, wenn man diese Alchemie betreibt. Diese Alchemie werde ich im Laufe meines Let's Plays bestimmt nochmal ansprechen oder machen. Nur für die Alchemie muss man in den Nether gehen und muss sich so eine Nether-Festung suchen. Weil in der Nether-Festung gibt es die sogenannten Lohen. Ich glaube, im deutschen Client heißen die Lohen. Die droppen eine Blaze Rod. Ist auch geil im deutschen Client und naja. Also diese Mobs droppen eine Blaze Rod. Das ist so ein kleiner Stab. Und mit diesem Stab und noch ein paar anderen Items, ich glaube ein paar Cobblestone, stellt man sich erst diesen Braukessel. So, nochmal einen Schluck Kaffee. Ja, gut, dann. Das war jetzt erstmal so ein bisschen was an Wissen, was ich noch weitergeben wollte. Vielleicht ist der ein oder andere, so wie ein Kumpel von mir, der sich jetzt ja auch die Let's Plays anschaut, ein absoluter Neuling in Sachen Minecraft. Und für den war das jetzt quasi gerade eine kleine Hilfe.
Hoffe ich mal einfach, bilde ich mir einfach mal ein. Ach, das Lapis hätte ich gleich unten lassen können. Ach, na toll. So. Das bauen wir mal so zusammen. Das so, die Cobblestones, die 64 gleich meine Kiste, die lasse ich hier. Die nehme ich auch mit, das Lapis packe ich auch gleich unten wieder in die Kiste rein. Eine Karte. Karte. Dafür benötigen wir Papier. Papier, ne, so ein Sugarcane ergibt Zucker. Drei davon in einer Reihe, ich glaube übereinander geht das auch. Ergibt dann halt Papier, immer drei Stück. Das ist viel zu viel. So, den Kompass in die Mitte und auf jedes verdammte Feld, acht Stück um genau zu sein, einmal Papier, ergibt eine Karte. Die Karte, na, das gibt einen netten Effekt, ich muss es runter. Die Karte ist erst einmal Map 0, das ist die erstgestellteste Karte. Sollte ich jetzt dort, wo mein Crosshair gerade ist, sollte ich dort eine weitere Karte erstellen, wird das der Nullpunkt von Map-01. Ansonsten Map-02 ist immer hier. Ja, ups. Wenn ich jetzt eine weitere Karte erstelle, die würde jetzt Map-01 heißen, dann würde die hier ihren Ausgangspunkt haben. Na, darum erstelle ich hier jetzt erstmal nur eine. So, ich hoffe, das war alles richtig und nicht zu viel Blödsinn. Das Papier, wo packe ich das denn jetzt hin? Ach Gott. Das Papier lasse ich erst einmal hier. Wir werden sowieso noch mehr davon gebrauchen, wegen den Verzauberungen und so. Und ich wollte auch noch Bücherregale aufstellen und ach, ich wollte noch so vieles machen. Ich habe mir da so einen kleinen Plan geschrieben, was ich dann so noch euch alles zeigen möchte, nahebringen möchte, wie auch immer. Aber das alles in den nächsten Folgen, vielleicht auch erst teilweise im neuen Jahr. Ich nehme mal einfach jetzt auf blauen Dunst an, der Großteil wird sich im neuen Jahr abspielen. So, die 33 auf die 8 mal gelegt, hier dann die 35 auch mal raufgelegt. So, dann können wir das schon einmal wegpacken. Dieser Mod fängt langsam an zu nerven. Na, dann haben wir hier mal wieder ein bisschen, 128 um genau zu sein, ein bisschen was zu tun. Ein bisschen was zu tun, genau. Dann haben wir hier halt so ein bisschen Klumpatsch. Ich werde mir gleich auf meinen Zettel notieren, dass wir in den nächsten Folgen uns ein bisschen Holz besorgen werden für neue Stickies. Wir werden dann nochmal auf das File-Crafting eingehen, beziehungsweise das werde ich beim nächsten Mal machen. Ich werde nochmal Pfeile craften oder craften, na, wie ihr das gerne möchtet. Und ja, wie gesagt, dann werden wir hier den Bereich der Map, ich zeige gerade auf meinem Monitor intelligent, wie ich bin, den Bereich der Map, den werden wir dann wohl mal ein bisschen erkunden und ja. So, ich hoffe, ihr fandet diese Folgen mal wieder recht amüsant. Ich habe mich auch nicht zu dumm angestellt und ich wünsche euch was, ne? Habt dann noch ein paar schöne Tage und bis zum nächsten Mal. Hau da rein, tschüss. Moin moin, willkommen zurück zu meinem Let's Play. Hier selbe Stelle, neue Welle. Die Weihnachtstage sind vorbei. Und wir beginnen mal eine neue Aufnahmesession und als erstes stellen wir fest, es wird mal wieder Nacht. Ja. Gut, ich wollte mit euch mal ein bisschen auf Erkundungstour gehen. Dafür werde ich aber noch ein paar Teile benötigen. Unter anderem die Schere, die ich gerade eingepackt habe. So, ein bisschen Glas. Glas ist immer gut. Haben wir noch Sand? Jawohl, wir haben noch Sand. Dann werden wir mal hier mal acht Stück da rein und dann mal die Glasproduktion ein bisschen anrühren. Was brauchen wir außerdem? Wir brauchen Flint und Federn. Federn, 19 Stück. Und dann brauchen wir Stickies. So, ach komm, machen wir gleich alle hier. So, einmal Flint, einmal Federn und dann kommen da keine Pfeile raus. Aber da kommen Pfeile raus. So, einfach mal hier, zack, zack, zack. 56, 60. Komm, machen wir einen ganzen Stack. Nägel mit Köppe hier, so, zack. Die Federn wieder zurückgelegt und den Flint, dem die das Flugzeugs.
da wieder hin. So, da es Nacht ist, werde ich dann mich erstmal ins Betty begeben. Ach, Moment, hier habe ich ja was gesehen. Haha. Entschuldigung, muss mal husten. Leider Gottes bin ich die Erkältung noch nicht ganz los. Aber auf kurzen Wege. So, und zwar die Trapdoor brauche ich einmal. Wow. Da. Dann haben wir die alte Axt genommen und raus mit der Tür. So, die Trapdoor mal gegen die Tür getauscht. Guck mal die Trapdoor hier rein, ne? Dann sieht irgendwie, weiß ich nicht, sieht auch ein bisschen merkwürdig aus. Ich finde es lustig. Und dann mal nom nom nom. Gute Nacht. Und da sind wir auch schon wieder. Der nächste Morgen. Gut. Wie sieht das aus? Einen Kompass möchte ich noch gerne mitnehmen. Nur gesetzt im Fall, dass ich vor lauter Sabbelei aus der Range laufe. Oder wie soll man sagen? Also nicht aus der Range, außerhalb der Karte und plötzlich nicht mehr weiß, wo ich bin und wie ich wieder nach Hause finde. Deswegen nehme ich sicherheitshalber noch einen Kompass mit. So, den Redstone, den lege ich mal wieder zurück. Ein bisschen Erde. Und nehmen wir mal zwei Stacks mit. So, Essen habe ich. Ansonsten kann ich mir auch unterwegs noch eine Sau schlachten. Gut, dann würde ich sagen... Tschüss Haus. Tschüss Kühe. Hallo Creeper. Tschüss Creeper. Nein, ich habe mich nicht mal wieder erschrocken oder so. Überhaupt nicht. Headshot. So. Und los geht's. Dann bin ich mal gespannt, wo uns die Reise hinführt. Ja, strange nach Norden. Nee, ich will seit ewig und 3 Millionen... Oh, hab ich mich erschrocken. Na? Wo will er denn hin? Oh, der explodiert. Ja, klasse Loch. Oh, was ist denn hier? Ach, das hatte ich doch von oben mal gesehen. Richtig. Das Creeper-Loch werde ich mal nicht zumachen. Das werde ich mal einfach so lassen. Ja, dann will ich mal... Hier wollte ich schon die ganze Zeit mal hergehen. Und mir das gesamte Gebilde hier mal angucken. Da hinten ist noch ein Creeper. Ach komm, weißt du, hier ein paar IP kann jeder gebrauchen. Hey, lauf doch nicht weg. Komm, freie Umarmung. Free Hugs, Free Hugs. Nee, lieber nicht. So, das war der Creeper. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier aussehen wird. Eier, ja, die lasse ich mal liegen. So, ach, hier waren wir doch ganz zu Anfang des Let's Plays, meine ich, und haben hier irgendwo Kohle aus der Wand gerupft. Das müsste doch, glaube ich, hier rechts, ja, genau. Hier ist die erste Höhle, mal zurück zu den Anfängen. Das hier müsste jetzt auch gerade Folge 38 sein. Mensch, wie die Zeit schon vergangen ist. Also, gut, es ist jetzt nichts im Vergleich zu irgendwie Folge 500 oder irgendwas. Aber, hey, als ich angefangen habe, hätte ich nicht gedacht, dass ich ernsthaft das Durchhaltevermögen habe, überhaupt auf 38 Folgen zu kommen. So, dann will ich mal die alte Schere zücken. Toll. Und mir mal ein bisschen Wolle besorgen. Denn wenn ich schon eine Tour mache, dann möchte ich auch gerne, naja, so mir kleine Unterschlüpfe bauen und die Nacht dann halt irgendwo verbringen. So. Ups. Ja, der Ambimod, der verursacht hier irgendwie immer noch grobe Lachs. Und es ist auch gerade sehr laut auf meinen Ohren. Und ich hoffe, ich komme dagegen an. Ich habe das Mikro extra lauter gestellt. Boah, was ist hier denn schon wieder? Was ist das? Ist es das, wonach, was ich denke, was es ist? Alter, ist dieser Ambibot laut. Nein, das ist keine Spalte. Also dieser Ambibot merkt scheinbar gerade, dass ich irgendwo auf dem Berg bin und denkt sich, ja, spielt mal ein bisschen Wind ein, aber ziemlich laut. Weiter gucken, was hier noch kommt. Alter, wie das hier schon wieder aussieht, ey. Komme ich hier irgendwie gefahrlos runter? Ja, das sieht doch gut aus. So, nun ist der Sturm auch vorbei. Gott sei es gedankt. Kann ich meine Stimme auch mal wieder ein bisschen senken. Da ist doch schon wieder so ein Loch.